master here. Regge dich nicht auf. Den Toten spielen wir ein anderes Mal. Psst, psst, hey, die Pfoten, hey, die Pfoten, du hast meine Pfoten nicht gemalt. Vergiss nicht, wir müssen auf Ausstellungen gehen. Wir werden uns bestimmt blamieren. Und du sagst, du bist ein naturalistischer Maler. Naturstudie, aufmerksame und detaillierte Naturbetrachtung. Und nun malst du einen Hund ohne Pfoten. Das wird bestimmt diese Leontine sein. Paris hat dir ja wirklich den Kopf verdreht. Guten Morgen, Liebling. Ja, genau. Guten Morgen. Mein Schatz. Oh, Liebling, das ist ein wundervolles Bild. Es ist perfekt. Nicht ein Pinselstrich fällt. Das Bild ist ein Meisterwerk. Hey, du, Frau Destinis, da fällt sogar noch mehr als ein Pinselstrich, um mein Pfoten zu malen. Eine Dame, die leichten Strittes auf den verschneiten Straßen von Paris spaziert. Wolle will ich lieber über meine Pfoten reden? Und der Hund? Wunderbar. Ganz genau, da hat sie recht. Wirklich eine fantastische Idee, nur einen Teil des Hundes zu zeichnen. Da spricht die moderne Künstlerin. Schau mal, es sieht wie ein Foto aus. Wie ein Foto. So als ob die Dame und der Hund ganz zufällig am Objektiv vorbeigehen. Echt? Wir gehen ganz zufällig am Objektiv vorbei? Das ist eine Momentaufnahme des Lebens. Man ahnt, dass das Leben außerhalb des Bildes weitergeht. Dann sieh ja meine Pfoten außerhalb des Rahmens. Das Leben geht auch außerhalb des Bildes weiter. Da ist alles drin. Alles. Aber wie im wirklichen Leben sehen wir nur einen Teil der Wahrheit. Genial. Genial. Echt genial. Aber wo geht ihr denn jetzt hin? Wann nehmt ihr mich mit zur nächsten Ausstellung? Uff. Uff. Liebe Raimonde. Ich schreibe dir in der Hoffnung, dass wir uns bald wiedersehen. Der Frieden wurde unterzeichnet und wir sind auf der Heimkehr. In der letzten Zeit bin ich schwer krank geworden, nachdem ich meine Pflicht immer erfüllt hatte. 8 Tage lang konnte ich nichts essen. Die Schlachten gegen Österreich auf italienischem Boden waren schrecklich. Mehr als einmal bin ich den Tod entronnen. Jetzt kommt der Lenz. Wir können uns auf den Wiesen erholen und unsere schweren, nassen Mäntel ablegen. Die Portokosten gehen zu deinen Lasten. 3 Zentelfrank, um dir zu sagen, dass ich dich liebe und bald zurückkomme. 23. Juli 1859, 2. Division des 5. Französischen Armeekorps.
machst du? Ich warte. Kann ich ein Schläfchen machen? Meine Lieben, es wird nur noch hier in Chioggia kalt. Herbstblätter auf dem Boden. Pfützen. Graue Wolken. Ein weiterer Winter hier, auf der Kippe, auf der Balustrade der Fundamenta del Vescovado. Worüber klagst du denn? Wir sind schon über 200 Jahre hier. Da kam schon wieder eine neue. Sie wird bestimmt zu dir gehen. Klaget sie zu hier? Sie ist die Madonna, ganz Chioggia betet sie an. Schau mal den goldenen Baldachin, den man über ihren Kopf errichtet hatte. Aber war das Mädchen nicht bereits vor ein paar Monaten hier? Refugium Peccatorum. Es hatte so einen Bauch vor einigen Monaten, das Mädchen da. Und so ein trauriges Gesicht. Nun sieht sie unbeschwerter aus. Refugium Peccatorum. Auch unser frommer Luigi scheint sich mehr für das Mädchen als für uns zu interessieren. Der schaut sie aber sehr intensiv an. Kommt schon 7 Jahre her. Aber es ist das erste Mal, wo ich hier so tief getroffen sehe. Durch. Eine fromme Anbeterin von dir. Wer weiß, ob ein berühmter Maler werden wir dieser Luigi Lono. Na, als erfahren hatte, dass das Bild 300 Lire wert sein möge, ist ein Fischer weggelaufen und hat gesagt, von dem Geld hätte er sich ein Boot kaufen können. Psst, da kommt die unsere Laterne zündet. Und auch heute Abend ist sie nicht alleine. Es kommen noch andere fromme Frauen. Mache mit einem Kindlein im Arm. Sie kommen, um dein Fuß zu berühren, Maria. Du bist für alle die ideale Mutter. Für alle, außer für unseren exzentrischen Maler. Der einer perfekte Mutter aus Marmor. Eine menschliche Mutter vorgezogen hatte. Aus Fleisch und Blut. Mit einem lebenden Herzen, voller Liebe zu ihrem Sohn. Nur wenn der Mensch die Vollkommenheit einer Kugel zerstört. Wow, wird der Protagonist einer neuen Entdeckung. Du freier Mensch, du liebst das Meer voll Kraft. Dein Spiegel ist in seiner Welle Mauer. Die auch sich trümmt, wogt deine Seele Schauer. In dir und ihm der gleiche Abgrund klafft, aber ihr ist kein Meer mehr. Ein Spiegel dreht und kehrt mich um, ein Spiegel reflektiert. Seemann ohne Meer, nun mehr. Hier dreht und kehrt das Meer nicht um, Spiegel nicht mehr wieder. Ihr dreht und kehrt das Meer, die Kirche und Sant'Antonio Nuovo.
nicht mehr um. Er spiegelt sie nicht mehr wieder. Hier dreht und kehrt das Meer die Paläste der Theresienvorstadt nicht mehr um. Er spiegelt sie nicht mehr wieder. Da ist kein Meer mehr am Ende des Ponte Rosso Kanals. Da ist nur Asphalt. Ich schaue auf eine Straße, meine Stadt, auf der ich tausendmal gegangen bin. Und mir kommt vor, ich hätte sie nie gesehen, wie unser Leben, ja, gelebt, nun schon zu Ende und nie gut gekannt. Guten Morgen, Katharina. Guten Morgen, Herr Laurenti. Guten Morgen. Bitte, machen Sie es sich bequem. Was für ein Sauwetter. Uäh, dunkle Bora. Lieber Herr Laurenti, es gibt keinen richtigen Frühling und keinen richtigen Herbst mehr. Giuseppe, ist er da? Er ist da. Der Meister malt in seinem Atelier. Ich rufe ihn gleich. Ostriche, 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 fresche, freschissime, tanto fresche, sane, vedete, vedere, che le pali stanno sole, su e zo per l'acquedotto. Ostriche, 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 fresche, freschissime, tanto fresche, sane, che le bale al tempo de valzer, su e zo per l'acquedotto. Ostriche, 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 fresche, freschissime, tanto fresche e sane, bene da vedere, che lesi i giornali e i libri, nel caffè dell'acquedotto. Oh, Herr Laurenti, lassen Sie bitte den Zwerg in Ruhe. Der ist bloß ein Türstopper, der neueste Einfall unseres Meister. Gehen Sie nun, der Meister wartet schon auf Sie im Atelier. Wegen dieser großen Sehnsucht. Per tutto desiderio intenso. Per tutto questo desiderio intenso. Wegen der Wunden, die deinem Herzen zugefügt wurden. Per le blessure che si assuadano ton cor. Per le ferite che si siedono nel tuo cuore. Wegen deiner einsamen Tränen. Telarme solitaire. Per le tue lacrime solitarie. Wegen jedes Missverständnisses, das sich wie ein Dorn in unsere Herzen bord. Pour chaque malentendu qui jette des épines dans nos cœurs. Per ogni malinteso che getta spine nei nostri cuori. Protection! Per la nostra casa. Pour notre maison. Wegen unseres in den Haaren deiner Mutter. Che è stata avvolta nei capelli di tua madre. Welche jetzt auf dem Boden sitzt, angehüllten Hauses. Che è te enveloppé dello cheveux de ta mère. Wegen all di servirnisse, jahr für jahr. Per tutti questi turbini, un anno dopo l'altro. Pour tous ces turbillons, un année après l'autre. Wegen dieser grausamen Welt. Per questo mondo pieno di crudeltà. Pour ce monde cruel. Per la giustizia. Wegen der Gerechtigkeit.
pur la giustizia che passa veloce di fronte a noi. Lì a non sfarobare alto, zan via in lachte vit. Chi passa vit, fa sanù. Un po' per volta, come la brezza. Petit a petit, come la brise. Protesto! È venuto il tempo che noi ci lamentiamo della prigionia della razza umana. Ist es nun Zeit für uns? Es ist der Moment, wo wir pländen, dell'imprigionamento della razza umana. Vielleicht! Dann wird vielleicht der stille Baum, welcher vor die Stadt sitzt. Peut-être cet arbre encore paisible qui s'assiede devant toi va trembler. Forse questo albero ancora silenzioso che siede davanti a te tremerà. Dann wird vielleicht der stille Baum seine Blätter fallen lassen. Peut-être cet arbre encore paisible va laisser tomber ses feuilles. Forse quest'albero ancora silenzioso lascerà cadere le sue foglie. Wegen deines traurigen, düsteren Seufzens. A causa del tuo sospir triste ed obscuro. A causa del tuo triste, scuro sospirare. Vielleicht könntest du uns schütteln. Peut-être tu pourrais nous secouer. Forse potresti scuoterci. Vielleicht könntest du uns zu einer Pause zwingen. Peut-être tu pourrais nous obliger à faire une pause. Forse potresti costringerci a fare una pausa. Vielleicht könntest du uns zum Anhalten und zum Nachdenken zwingen. Peut-être tu pourrais nous obliger à nous arrêter et fléchir. Forse potresti costringerci a fermarci a riflettere. Schaffen ist in dieser Welt voll düsterer Konflikte noch möglich. In diesem mondo oscuri conflitti è ancora possibile di creare. In un mondo di oscuri conflitti creare ancora possibile.